Der Abschleppdienst Floßdorf in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Eifel. Abschleppfahrer Stefan Lühlsdorf hat einen dringenden Einsatz bekommen. Wir haben jetzt einen Auftrag von der Autobahnpolizei. Auf der A61 gibt es einen medizinischen Zwischenfall. Und da müssen wir uns jetzt halt ums Auto kümmern, weil so wie es aussieht, der Havarist leider wohl nicht mehr in der Lage ist, selber das Auto zu fahren. Im Endeffekt ist es halt ein Abschleppauftrag. Wir müssen uns ums Auto kümmern. Ja, fertig. Guten Tag. Ja, ich muss noch ein bisschen was. Ich muss ja alles ein bisschen was zurückverlagern, weil sonst stehe ich im Abschleppwagen vorne halt. Ne? Ja, ich weiß. Braucht man mehr Platz nach hinten oder passt das so? Wenn ich hier so nach hinten fahre, ein Auto war zurück, dann fahre ich davor und dann passt das. Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, mir die ein bisschen was nach rechts, nee, links also auf die mittlere Spur zu lenken? Wir können es versuchen. Nur, das ist nur für einen ganz kurzen Moment. Ja, ne? Aber wir können versuchen, die rüberzulenken. Das wäre ganz nett, Dankeschön. Ja, ist gerade schon ein bisschen stressig, weil wir halt gerne hier weg möchten. Aber ich komme gerade aktuell nicht weiter, weil ich muss am Auto vorbei. Und es geht halt nicht. Das ist das Problem. Deshalb soll die Polizei mir jetzt den Verkehr rüberleiten. Ne? Das Gefährliche an der Situation ist, dass wir hier auf dem Standstreifen bzw. in einer Nothaltebucht stehen, wo die Fahrzeuge in 1 bis 2 Meter Entfernung mit 80, 90 km/h die Lkw, Pkw gerne auch schneller vorbeifahren. Das Fahrzeug kann hier nicht stehen bleiben, da die Gefahr besteht, dass hier andere Fahrzeuge ebenfalls in diese Nothaltebucht einfahren müssen und die durch das Fahrzeug jetzt blockiert ist. Das Auto hat jetzt keinen technischen Defekt in dem Sinne, sondern es geht ja primär um den Fahrer bzw. um die Fahrerin. Deshalb können wir jetzt ausnahmsweise das Auto ganz normal aufladen. Ne? Und das kommt halt jetzt zu uns aufs Lager. Ich hole mir gleich noch Daten von der Fahrerin, vielleicht Telefonnummer oder sowas, dass wir die Frau halt auch erreichen können. Es ist auf jeden Fall gut, dass die Frau noch reagieren konnte, weil ich denke nicht, dass das jeder hinkriegt, noch in eine Nothaltebucht zu fahren und so und noch den Notruf abzusetzen. Das hat es auf jeden Fall noch gut gemacht. Daten von der Fahrerin hätten, bitte. Irgendwie eine Telefonnummer oder sowas? Ich auch nicht, die lag da. Okay, alles gut, kein Problem. Der Fahrzeugschein soll in der Mittelkonsole liegen. Ah, okay. Vermutlich, sagt alles ich. Klar. Die wird der Bescheid gesagt, die wird sich mitdrehen. Also ich weiß, wo das Auto hinkommt. Ja, die Sanitäter wissen Bescheid, dass ihr es abholt. Und die sagen der Dame dann Bescheid, okay, dass sie sich bei euch meldet oder der Halter. Ich glaube, die ist die Halterin selber. Kriegen wir hin. Alles klar. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Das Fahrzeug kommt zu uns aufs Firmengelände, aufs Lager. Und dann wird es halt irgendwann von der Halterin oder von der Fahrerin oder von wem auch immer, also von einer berechtigten Person abgeholt.
Kurze Zeit später ist Stefan wieder unterwegs zu einem nächsten Einsatz. Wir fahren jetzt nach Bad Neuenahr. Dort hat ein Havarist Probleme mit seinem Auto. Er sagt, es wird nicht mehr anspringen. Die Batterie hätte er wohl schon versucht, selber zu überbrücken. Schönen guten Tag. Hallo. Wilsdorf, hallo. Ja, wir kennen uns schon von vor 2 Jahren, glaube ich. Ja? Und so. Dann können wir auch wegfahren, ne? Ja, erstmal lasst uns stehen. Wir gucken erstmal, messen mal ein bisschen. Dankeschön. Darf ich mal einen Schlüssel haben? Ja, vielen Dank. Darf ich mir den Sitz etwas dafür stellen? Ja, natürlich. Stellen, dass uns so. Ja. Gut, okay. Sie sagten, Sie hätten es schon mit einem anderen Auto versucht. Genau, mit welchem denn? Also, mit diesem. Das Problem ist natürlich, wenn ich ein Auto habe und muss damit eine andere Batterie versorgen. Diese eine Batterie muss ja das Auto mit Strom versorgen, wo sie drin ist. Und das neue, das schaffen die einfach nicht. So, dann ist die Amperezahl und der kann nicht so hundertprozentig gleich. Und Gleiches startet Gleiches nicht. Okay. Das heißt, ich werde da gleich meinen Booster dranhängen. Ja, probieren Sie. Und dann wird er auch höchstwahrscheinlich anspringen. Dann messen wir halt mal die Lichtmaschine durch und gucken mal, wie viel Strom die Batterie überhaupt noch aufnimmt. So, was man bei so einer Batterie natürlich erstmal machen kann, ist, wie sehen die Pole aus? Sind die Pole fest? Das ist schon mal alles in Ordnung. Gut, dann. So, und mein Booster. Fahren Sie viel Kurzstrecke? Der ist relativ viel Kurzstrecke und hat jetzt ein paar Tage gestanden. Das ist natürlich, eine Kurzstrecke ist natürlich für ein Auto nie gut. Und man spricht bei einer Batterie von einer Kurzstrecke bis zu 50 Kilometern. Natürlich kann man jetzt nicht hingehen und jeden Tag, nur damit es der Batterie gut geht, mehr als 50 Kilometer fahren. Aber da muss man halt damit rechnen, dass eine Batterie nicht so lange hält, wie sie halten sollte. Man sagt ungefähr, dass eine Batterie zwischen 5 und 7 Jahre halten sollte. Ja. Okay. Mein Booster hier ist halt nur, der hat so viel Kraft, dass der wirklich fast jede Batterie ans Laufen bekommt. Der Vorteil an dem Booster ist halt ganz einfach, der ist jetzt nur für diese eine Batterie da. Das heißt, der wird auch genug Dampf haben, wenn ich den Schalter gleich umlege, dass das Auto höchstwahrscheinlich anspringt. So. Fahrzeug läuft. Ja. So. Wir lassen den Booster jetzt noch ein bisschen dran machen, erstmal nichts, damit wir einen sogenannten Potentialausgleich haben. Das bedeutet, dass die Batterie die Kraft, die diese hat, ungefähr ausgleicht. Man kann sich so eine Batterie halt vorstellen wie so ein Schwamm. Da läuft halt kein Wasser rein wie in den Schwamm, der speichert, sondern halt Strom. Wenn der Schwamm kaputt ist, dann kann ich damit auch nicht mehr spülen. Eine defekte oder schwache Batterie ist einer der häufigsten Gründe für Autopannen. Im Winter kommt es natürlich häufiger vor, dass man Starthilfen geben muss. Natürlich spielen die äußeren Faktoren Wärme, Kälte, Nässe halt auch eine Rolle. Im Winter ist es schon, kann man fast sagen, unser alltägliches Brot. Lichtmaschine lädt, wir sind 14,4 Volt, das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Na, ich gehe mal hin und schalte mal alle Verbraucher ein. Okay. Licht und haltbare Heckscheibe und sowas. In dem Moment, wo ich ja viele Verbraucher an habe, lädt die Lichtmaschine ja mehr. Und einfach um zu gucken, wie viel die Batterie dann im Fall der Fälle noch aufnimmt. Heizbare Heckscheibe, Klimaanlage, Sitzheizung hat er leider keine. Und das Licht habe ich natürlich eingeschaltet. Das ist so das Einzige, was man hier großartig einschalten kann, leider. Man kann unten am Kabel, wenn man da drum kommt,
über elektromagnetische Strahlung kann man halt messen, wie viel die Batterie aufnimmt. Und so, wir haben jetzt hier 4,5 Ampere, die die Batterie noch aufnimmt. Es ist eine 61 Amperestunden Batterie. Das heißt, die Batterie müsste knappe 15 Stunden laufen, rein rechnerisch nur, ne? Knappe 15 Stunden laufen, damit halt sie wieder voll ist. Sind leider nur noch 5 Ampere auf. Okay. Das ist einfach nicht mehr genug. Das heißt, man kann sagen, die Batterie ist kaputt. Man sollte eine neue einbauen. Ne? Okay. Ich kann, aber dadurch, dass der Motor jetzt läuft, das kann Auto läuft, könnt ihr selber in die Werkstatt fahren. Okay. Ja. So. Perfekt. Gut, okay. Gut, dann hätten wir's. Vielen Dank. Dankeschön. Stefan macht sich auf den Weg zu einem Autounfall.